Kollegen in Awaris Bimssteine fanden, war uns klar, dass Ägypten von dem Vulkanausbruch auf Santorin betroffen war. Durch den pelusischen Nilarm, der hier durch dieses Gebiet führte, drang das Wasser aus dem Mittelmeer bis nach Taro und Awaris. Die ankommenden Wellen waren mit etwa 20 Metern enorm hoch. Und diese Gegend hier ist extrem flach. Es wurde also das gesamte archäologische Areal überflutet. Bei den schweren Explosionen setzten unterseeische Rutschungen riesige Wellen in Gang. Unaufhaltsam rasten die Tsunamis auf die Küsten im östlichen Mittelmeerraum zu. Die heranrollenden Giganten verfrachteten Massen von Schutt und Bims bis ins Nildelta. Das leichte Material, ein Spielball der tosenden Wogen. Es gab mehrere Tsunamis. Schon beim Erdbeben muss es ein oder mehrere Tsunamis gegeben haben. Und dann in den verschiedenen Ausbruchsphasen. Ja, und wahrscheinlich der größte Tsunami dann bei dem Einbruch des Daches der Magmakammer. Spätestens 4 Stunden danach brach die Wasserwand mit ungeheurer Wucht über den Norden Ägyptens herein. Selbst Awaris versank in den Fluten, obwohl die einstige Handelsmetropole 65 Kilometer landeinwärts lag. Die Residenz Awaris im Osten des Deltas. Dort arbeitet der Archäologe Professor Manfred Bietag seit über 4 Jahrzehnten. Im Aushub finden seine Leute immer wieder Bimssteinbrocken von unterschiedlicher Größe. Auch wenn die Objekte nicht gerade zu den Highlights der Grabung zählen, liefern sie dem Österreicher doch wertvolle Hinweise auf historische Zusammenhänge. Etwa 140 Einzelstücke lagern in seinem Magazin. Uralte Souvenirs von Santorin. Die Ägypter sammelten das poröse Material in großem Stil ein. Die Handwerker zerrieben den weichen Rohstoff und benutzten ihn als Schleif- und Poliermittel.